Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nuzlocke hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Willkommen, wir schwimmen wie immer. Wir schwimmen wirklich jetzt die letzten 10 Folgen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich in die Titel schreiben soll. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich in die Beschreibung schreiben soll, außer, ja, wir schwimmen immer noch. Und weil ihr auch gerne schwimmt, könnt ihr gerne erstmal den Kanal abonnieren. Da freue ich mich und dann habt ihr das hinter euch. Ist immer so schlimm, wenn man bis zum Ende warten muss. Man denkt die ganze Zeit so, ja, jetzt sag es doch wenigstens. Und dann hat man es weg. Wisst ihr, was ich meine? Was weg ist, ist weg. Wir sind beim letzten Mal durch die Schauminseln, Seeschauminseln, um genau zu sein, hindurchgewandert und haben Jirachi gefangen. Und halten uns immer noch ganz, ganz weit fern von der Arena, die sich dort auch befindet. Weil ich will ja erstmal in Fuxania City ankommen. Und ich frage mich, ob die Bauarbeiter immer noch da sind, ob man dann so von Süden kommt und sagt, hallo, übrigens, ich habe es auch geschafft, ohne an euch vorbeizukommen. Oder ob die da einfach weg sind. Ich weiß es nicht. Es bleibt spannend. Kai, was sagst du dazu? Oh, Entschuldigung. Ich kann jetzt leider nicht mehr sprechen. Im Wasser fühle ich mich so wunderbar leicht. Wie ein Vogel. In der Schule mussten wir mal irgendwie für den Biounterricht oder so, sollten wir einen Vogelknochen durchschneiden und gucken, wie der aussieht. Echt heftiger Shit, wenn man so machen will. Also ich finde es heftig. Ich meine, bei uns gab es irgendwie Hühnchen, da haben wir einfach Zühnchen durchgeschnitten. Was eigentlich, glaube ich, der Sache gar nicht entspricht. Es ging halt darum, dass die irgendwie so Luft drin haben, damit die leichter fliegen können oder so. Ich glaube, Hühnchen fliegen ja gar nicht. Nacho! Da muss ich immer an Nacho denken. Das dürfte dann wieder nicht klappen, ne? Ja. Jetzt steht doch mit beiden Beinen auf dem Boden, das Pokémon. Kannst du mir doch nicht erzählen. Don't tell me, dass das nicht getroffen werden könnte. Versuchen wir es mal hier mit. Na dann hilft das. Schildruß. Oh, ich mag das nicht. Das ist so. Obwohl, nee. Jetzt, wo ich es sehe, ist es doch recht eindeutig. Ich dachte, es wäre dieses komische Schneckenfisch. Wie heißt das nochmal? Nee, heißt es nicht. Wie heißt denn das? Schallilos. Schallos? Das mag ich nicht. Elke. Och, nö. Och, nö. Magpieper folgt uns bis ans Ende unserer Tage. Bis in unsere Träume. Verfolgt uns das. Ich tu's für Dreckfresser, okay? Nicht für dich. Trägt es eigentlich ein Halsband oder ist es der Schatten von seinem Kopf? Was würdet ihr sagen? Schreibt mal in die Kommentare. Schatten oder Halsband? Das sieht man bestimmt auf einem anderen Sprite besser. Oder 19! Jetzt habe ich mal aufgepasst. Das ist die letzte Route, glaube ich. Oh, Kapaloris! Wieso das denn? Kapaloris ist schon süß, aber. Nee, ist jetzt so mein Vibe ist. Wisst ihr, was ich meine? Kann ich da 5 oder so einsetzen? Ja, dann sollte eigentlich keine Gefahr darstellen. Gefahrloses Föhnen. Wo man sagt ja immer, man soll nicht Elektrogeräte ins Wasser halten, ne? Hydropumpe, heftig. Heftige Hydropumpe. Oh, fuck, ich war ja gar nicht im Pokécenter. Ups. Ja, ich glaube, ich gehe mal nicht davon aus, dass das Viech Erholung kann. Da wäre das wär's fast gewesen. Ah, Megasauger. Das ist unglücklich. Ungünstig und unglücklich. War mir nie unglücklich. Herr Baloris. Komm, Kokolores, übrigens. Schätze ich mal. Weiß ich nicht, aber ich würde es vermuten. Es ist so viel einfacher, nicht Legendary zu fangen. Kapaloris. Also, es das heißt nicht, dass wir gar keine Pokémon fangen dürfen. Aber ich glaube, alle Routen sind jetzt durch. Alle 1 bis 48. Manche Städte haben wir, glaube ich, noch nicht.
Es bewegt seinen Körper zu fröhlicher Musik, so versorgt er seinen Körper mit zusätzlicher Energie. So, und es ist jetzt ein Insider, den ihr jetzt nicht kennen werdet, aber ich mache es trotzdem. Denn es ist Rieke. Ausgewählte Einzelpersonen wissen warum. Okay. Wow, da ist ein Pärchen. Ein Schwimmerpärchen. Es bleibt bei Kapalovis. Das Kapalovis auf Route 19 ist das Magby auf Route 20. So macht es den Anschein. Bist du gierig? Du bist schon voll und du saugst trotzdem noch weiter. Meine Güte. Das ist genau wie wenn eine Mücke gefühlt dich dreimal sticht. Du denkst so, wie soll denn so viel in eine kleine Mücke reinpassen? Das ist doch einfach nur Gier. Nee. Nee, also das finde ich ja jetzt... Nee. Ein oder zwei oder drei übrig geblieben. Bei Level 35 zu 56. Das ist heftig. Das ist auch nicht sehr effektiv. Warum nicht? Welchen anderen Typen haben sie diesen Pokémon untergeschoben, damit es... Damit es nicht effektiv ist. Oh, ja gut. Wollte mich jetzt eigentlich heilen, hat sich nicht ergeben. Bist du schon einmal nachts im Meer geschwommen? Das klingt auf jeden Fall gefährlich. Ich bin ja sowieso, ich habe ein Problem mit offenem Gewässer schwimmen, im offenen Gewässer ohne Hilfsmittel. Im Dunkeln dann auch noch. Doch, nee, so. Lieber nicht so. Ich versuch's jetzt mal mit Rasierblatt und crosse every finger I have und hoffe, dass es gut ist. Naja. Jetzt hättest du wenigstens meine Wasserattacke einsetzen können. Dann hätte ich wenigstens mal gesehen, wie sich's verhält. Die letzten drei KP, die sauge ich dir ab. Da gönne ich mir. Ne, erst mich über Giersauger beschweren oder mega sauber und jetzt selber. Jetzt ist hier Wein trinken und Wasser predigen. Nee, andersrum. Wasser. War es richtig? Egal. Ich glaube, es war richtig, aber ich habe es falsch. Und man sagt Wasser predigen und Wein trinken und nicht Wein trinken und Wasser predigen. Ich glaube, das war, was ich komisch fand. Die falsche Reihenfolge. Wir haben kein Pokémon Level 60, ne? Ich hab's Gefühl, wir sind jetzt so lange in unseren 50ern unterwegs. Vielleicht nicht mehr witzig. Anatol, auch ein krasser Name. Nee, Föhn für so ist der Stärkste. Der Stärkste unter den Schwachen. Meine Güte, mache ich heute irgendwie kirchliche Anspielungen hier. Das ist ja heftig. Alles irgendwo noch da ganz, ganz weit hinten in meinem Gehirn. Ich mag keinen Doppelkämpfer, habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß nicht. Gottchen, Gottchen, nur noch ein kleines Stückchen bis Fuxania City. Okay, der geht einfach mal unter und stirbt. Geil. Ottmar. Die machen doch safe so einen Namengenerator, oder? Wo die all die Namen reinhauen und dann... gucken, dass jeder einen kriegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da wirklich jemand intensiv hinsetzt und darüber nachdenkt, wie diese Typen heißen können. Na toll, jetzt hagelt's. Und nu? Was ist nu? Soll man die vorstellen? Du bist ja irgendwie jetzt, also wir schwimmen jetzt. Stellt euch vor, ich sitze auf dem Rücken eines Drachen, der im Wasser schwimmt. Der andere schwimmt einfach nur so. Also, ich weiß nicht, wo Feuerwehr steht, aber so. Und dann ist es so, dass jetzt in diesem kleinen Gebiet Wasser ist auch noch hagelt. Also, ich sag's nur. Ich weise nur hin, darauf hin. Also, ich kritisiere nicht, ich weise nur darauf hin.
Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Warum klappt es nicht? Es hätte doch schon längst weg sein müssen. Aha! Erkenntnis. Keine besonders gefühlreiche, aber eine. Krebskorps. Halt. Nochmal von vorne. Krebskorps. Ich dachte immer, es ist Krebskorps. Oder haben wir wieder einen Pokémon, was ich in meiner Jugend immer anders gelesen habe? Ich dachte, es heißt Krebskorps. Das Krebskorps. Nee, ich wollte gerade sagen, irre ich mich? Nee. Da ist jeder Irrtum ausgeschlossen. Übrigens, es sind gerade wieder 30 Grad in Berlin. Der Sommer ist nochmal zurückgekehrt. Und ich bin so froh, dass es in meiner Wohnung so kalt ist. Es ist so kalt, ich kann nicht ohne Socken rumlaufen. So kalt ist es, auch wenn draußen 30 Grad sind. Ich habe sehr gelitten in dieser Dachgeschosswohnung, ich sag's euch. Schwächlinge widern mich an! Same, du, same. Kann ich voll verstehen. Lara. Oh, Groink. Ja, das ist schon wieder so, wenn da jetzt eine falsche Attacke bei rumkommt, ist nicht gut. Wow. Da muss ich sagen, muss ich neidlos anerkennen. Applaus, Applaus. 46. Beim Schimmel hätte ich dich locker in die Tasche gesteckt. Ja, das war aber nicht der Wettbewerb. Weißt? Da ist es. Da sind wir. Ey, die sind wirklich immer noch da. Kackes, kackdreistes Kackverhalten. Das heißt, ich kann hier... Entschuldigen Sie, hallo, hallo. Entschuldigen Sie. Die ignorieren mich knallhart. Das heißt, ich kann jetzt nicht ins Pokémon Center. Scheiße, ey. Ich wollte den jetzt herausfordern. Gab mal los. Spare me. Leave me alone. Was soll schon schief gehen, sagt man sich, ne? Vieles. Vieles kann da schief gehen. So, was passiert jetzt? Jetzt ist genau der Fall eingetreten. Nix. Nix Schlimmes auf jeden Fall. Dann ist ja schön. Damit hat Kapalorus jetzt die Angst. Oh, naja, die kann ja noch eine Wasserattacke einsetzen. Die Angst ist noch nicht komplett gezwungen. So, entschuldigen Sie jetzt. Schwimmen? Ich bin ein miserabler Schwimmer. Ich plansche lieber im seichten Wasser. Das finde ich jetzt mal ein passender Text, weil der war so kurz vorm Strand, wo man auch davon ausgeht, dass das Wasser noch seicht ist. 10 von 10. Sehr gut getextet. Kompliment. Kompliment an den Koch. Ich wollte immer so ein Einhorn-Ponita in Shiny haben. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe wirklich intensiv die Eier gelegt und ausgebrütet und so. Hab's aber nicht geschafft. Ich war traurig. Ich bin immer noch traurig. Jedes Mal, wenn ich Bonita sehe, gibt es mir noch einen Stich ins Herz. Die Jungen. Wie es sagt, hallo, hallo, hier bin ich. Jetzt haben wir ja eigentlich gelernt, dass die Weiterentwicklung vielleicht gegen Kampf ist. Schauen wir mal, wie es jetzt hier aussieht.
Mein Schwager hat sich einen Schnurrbart wachsen lassen. Ich musste gerade, weil der Schnurrbart von dem Viecher so fett ist, daran denken. Ah, ich hab's falsch gemacht, ne? Ist wieder genau der falsche Impuls gewesen. Ich denke einfach nicht nach. Ich muss es zugeben. Es ist nicht, dass ich mir mit Skill hingekommen bin. Es war im Nachhinein war es Glück. These bewiesen und Theorie bestätigt. 54. Tobutz. Oh, das ist wieder eins von diesen Viechern. I don't know what to do with you. To be honest. Psycho. Vielleicht. Leicht, vielleicht, 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 vielleicht. Oh, der Seher. I know, I know. Ich sehe dich. Ah, nee, das heißt, ich liebe dich auch, Dings, ne? Bei den Avatar. Who's King? Ja, das hat ja gut geklappt. Nicht. Es ist für mich irgendwie ein, als ob es ein typenloses Pokémon wäre. So kommt es mir vor. Ja, gut. Reden wir nicht drüber. Ah! Muss zugeben, ich hatte es schon wieder vergessen. Der Klassiker. Der Klassiker. So, jetzt können wir aber die Feuerwehr und die ist schon ganz schön angeknuspert. Mögen wir nicht. Rasierblatt. Okay. Der tagelt immer noch, oder? Nee. Aufgehört. Und ich dachte, ich könnte gewinnen. So kann man sich irren. Ich dachte, du kannst schwimmen. So kann man sich irren. War hart. Komm. Ihr versucht es wenigstens. Das muss man immer würdigen. Der Versuch ist wichtiger als der Erfolg. Oder? Kann man das so pauschalisieren? Müsste jetzt eigentlich am äußersten Rand der Karte angekommen sein. Sorry, aber ich habe die Schnauze voll. Ah! Ableithieb. Das ist, glaube ich, eine Elektroattacke. Na gut, ich würde jetzt im Sinne der Einfachheit mal zurückfliegen nach Zinnoberinsel ist halt leider falsch. Auch, ich würde zurückfliegen auf die Zinnoberinsel. Ist ja immer diese ewige Diskussion, ne? Man auf Rügen oder in Rügen? I don't know. So gesehen ist ja der Kontinent, die Masse Europa, Asien als Kontinent ist ja auch nur eine Insel. Nur eine sehr große. Man sagt ja nicht auf Europa, oder? Doch, sagt man. Oh, oder in Europa. Oh. Schwierig. Das sind Diskussionen, da wollen wir uns gar nicht reinbegeben. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir kriegen jetzt in der Arena Kraxler. Am Ende und dann können wir die Insel Akraxeln und können dann da die letzten Ohren holen. So wäre mein Verständnis davon, wie das funktioniert. Man kann wirklich fast rüberlaufen.
bis zur Arena. Lustig. Lustig gemacht. Lustig gemacht und lustig gemacht hat auch zwei Bedeutungen, ne? Diese Wörter finde ich immer faszinierend. Hä? Im Wasser? Das geht? Das kann im Wasser was schwimmen? Das war mir nicht bewusst. Muss ich ganz ehrlich euch sagen. Das wusste ich nicht, dass das geht. Jetzt müssen wir leider alle Schwimmrouten nochmal abrouten, um zu gucken, ob da was liegt. Witzig. Da spielt man, was weiß ich, wie viele Jahre Pokémon und erfährt dann sowas. Einfach zwischen Tür und Angel. Krass. Dreckesser ist noch nicht so weit. Der Kittel ist das Aushängeschild eines jeden Forschers. Ich wasche ihn immer, sogar nach noch in diesem finsteren Loch. Du wäschst ihn nicht in dem finsteren Loch, sondern du wäschst ihn, obwohl du ihn in diesem finsteren Loch trägst. Aber das willst du mir sagen, oder? Salvatore. Salvatore, Italiener. Ist das ein italienischer Name? Manchmal sage ich was und wirklich immediately danach bereue ich es. Okay. Chill. Was ist denn das? Was war denn das für ein Bodycheck? Aber Stab, ne? Scaraborn. Nee. Offensichtlich nicht normal. Dann wäre er vorher nicht gut gewesen. Oh, it's getting dangerous, my friends. Mein Kopf fühlt sich hohl und leer an. Vielleicht hat es mit dem Waschmittel im Kittel zu tun. Mein Rätsel, aber seit ich den Kittel trage, wäre ich das Gefühl nicht los, schlauer geworden zu sein. Also der tritt jetzt wirklich zurück. Netterweise. Entschuldigen Sie, was ist mit Ihnen? Wer hätte gedacht, dass es in so einer Höhle eine Arena gibt? Da lacht mein Forscherherz. Was ist los mit dem? Die sind irgendwie weird. Gangolf. Gangolf. Gangolf? Wow. Das war jetzt wirklich ein randomisiert erstellter Name, glaube ich. Wenn irgendjemand da draußen einen Gangolf. Seid ehrlich, schreibt es in die Kommentare. Und währenddessen verbrenne ich dieses Biss auf Flor. Oh, die hauen alle so rein, oh, sind die stark. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Oh Gott, ich glaube wirklich, das schaffen wir nicht. Stellt euch vor, ein Giratina, dann ist vorbei. Schau dir das doch mal an. Das ist nicht mal sehr effektiv. Und dann hat er wieder 5 Top-Genesungen dabei, der Typ, und dann war es das. Dann können wir sagen, bye-bye, ciao, baba. Wie man es immer so sagt. Ein Volltreffer und das war's. Ich möchte das nicht, ich will hier nicht sein. Aha! Jetzt hat es sich, es war scheinbar eine besonders starke Attacke mit der... Mit dem Nachteil, dass man sich verwirren kann dabei. Ich habe das Gefühl, der wird stärkere Pokémon haben als wir, der Arena-Leiter. Gangolf. Wie ist es über Verlieren? Jetzt habe ich mich verhaspelt, jetzt konnte ich nicht vorlesen. Tut mir leid. Was mich nicht umhaut, macht mich nur stärker. What doesn't kill you makes you stronger. Und ist gerade jemand mit einem Überdings-Motorrad unterwegs. Macht die ganze Zeit. Furchtbare Geräusche. Oder es ist ein Trecker. Ich bin mir nicht sicher. Pyro mag seine Arena verloren haben, aber er macht unbeirrbar weiter. Seine Ausdauer motiviert mich. Das ist schön. Pyro, das große Vorbild von uns alle. Cody, warum haben die... Ah! Was man nicht sehen will. Fühlt mich unangenehm. Was ist denn das Pferd denn da rum?
Fahren Sie weg, Sie belästigen meine Ohren. Eins von den drei kann gar nicht. Explosion. Bin mir unsicher, welches. Ja, ich glaube, die Gefahr ist gebannt. Haben wir gut gemacht. Ruhig geblieben, analysiert, durchgezogen. 10 von 10. Da war gar kein, das war nur Skill. Da war kein Glück dabei. Ich kann nicht mehr. Oh. Das tut mir leid. Pyro und wir werden die Arena wieder aufbauen. Wir haben auch alle so schöne Glückskriegssprüche dabei. Ich bin gerade schwer damit beschäftigt, Daten aus Kämpfen zusammenzutragen. Darf ich dich um deine Mithilfe bitten? Oh, wir sind eine Datensammelkrage. Das sind mir mehr die nicht liebsten. Guck mal, die haben wirklich alle nur eins. Was ist da los? Seid ehrlich. Aber bis jetzt haben wir Glück, was die Gestaltung der Pokémon angeht. Da kommt dann wieder so ein Sturm auf mich zu. Ah! Ich glaube einfach, Feuerwehr hat eine geringe Verteidigung. Ist es das, was du mir sagen willst? Ich könnte auch Sturmauge benutzen, weil Sturmauge ist ja gar kein Typ Wasser, wenn ich das immer denke. Falsch gedenkt. Ist Blug Psycho ist es, oder? Ich hoffe doch. Einfach. Ich glaube, Feuerwehr hat wenig Verteidigung. Ich glaube, wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen. Es hat lange uns begleitet, aber es ist auch gefährlich. Das Unbehagen ist stark in mir. Sieht ja schon eine Falte. So besorgt bin ich. Das ist die Feuerwehrbesorgungsfalte. Besorgnisfalte. Besorgung ist was anderes. Besorgnis. Oh, Level 47. Erdbeben. Ich glaube, das ist die erste sinnvolle Attacke, die du lernst, oder? Du bist Gestein, Boden. Du bist beides. Delano. Das sind die speziellen, die Leute mit speziellen Namen. Ich hätte nie gedacht, dass du so stark bist. Wie ist das nur möglich? Deine Daten spiegeln das gar nicht wieder, ne? Wir können den Sonnen, aber es macht mehr Sinn, aufs letzte Level zu warten, weil es wird ja mit jedem Level werden es ja mehr EP, die du brauchst, um aufzusteigen. Deswegen, wenn er Level 54 ist, dann gehen wir Dreckfresser den Sonnenbonbon. Und dann sind wir glücklich. Ich bin auch gar nicht mehr so zufrieden mit der Wahl, muss ich zugeben. Hey, ich glaube, gegen einen Trainer wie dich gewinne ich sogar. Das glaubst du. Weil wir haben ja jetzt mit Wünschel schon ein gescheites Pokémon. Da haben wir Selfie. Self. Sehr gut. Sehr gut. Ich hatte irgendwie habe ich es gespürt. Ich hatte es so im Blut. Wir müssen natürlich noch den einen, der da vorne noch rumlungert. Den haben wir natürlich nicht herausgefordert. Noch nicht. Aber 1000 hier wird richtig abgecashed. Was die EP angeht. Ich habe den Mund voll genommen. Wie man nicht klar, wie stark du bist. Geh mal in die Ecke und schäm dich. Dafür, dass du dachtest, du könntest mich schlagen mit einem Pokémon fallen. Vor allen Dingen das. Gut, dann werden wir beim nächsten Mal den letzten hier herausfordern und dann auch wohl Pyro. Das ist dann auch vielleicht die letzte Folge, weil wir es nicht schaffen werden.
Ich habe große Angst davor. Aber das macht Zukunfts-Anne. Die wird sich darüber sehr freuen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr könnt mir einen Daumen nach oben da lassen. Da freue ich mich dann. Und schaut gerne magicshop.tv/aufbau oder -anne. Da gibt es dann meinen Live-Content, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!